Freunde, wir waren ja vor 2 Monaten auf dem extrem geilen Roadtrip und ich habe von dem Ganzen ein Fotobuch gemacht, das ist jetzt fertig und ich zeige euch jetzt noch nicht das Cover, aber ihr könnt es jetzt in meiner Insta-Story sehen, also geht jetzt in meine Insta-Story und dann seht ihr das Cover vom Fotobuch. Ich kann es euch hier mal kurz zeigen. Moritz, der Kamera hast du schon gesehen, ne? Mashallah! Ja. Geht in meine Insta-Story, da seht ihr das ganze Buch. Es kommt auch bald noch ein fettes Video zum Buch auf diesem Kanal online, also bin gespannt, let's go. Was geht, Leute, let's go zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder... aufgebaut. Wir testen heute mal wieder Influencer. Ach echt? Warte mal, ich dachte, ja. Wir machen heute, wir haben sogar die neue Helga-Sorte, wir haben Emio, wir haben Sugar Mami, wir haben Low Food Juice von Luciano, dann haben wir von Logan Paul aus Amerika importiert für unfassbar viel Geld. Eine von der Bottle hat 15 Euro gekostet, Moritz. Ja, eine. 15 Euro mit Import. Ja, aber das ist natürlich günstiger in Amerika, aber ich muss halt importieren. Bevor wir anfangen, die Helga sind schon die klaren Gewinner in meinen Augen. Ja. Also, die Sonne kommt am 20. Oktober raus, Leute, Donnerstag. Hier ist das Datum. Hey, Gang, kann man die holen. Das ist mein Cast-Rucksack, Lightning McQueen. Life is the highway. Kann es sein, dass du dumm bist? Mit was fangen wir an? Sugar Mami von Katja Kasavich. Wir sind ja beide treue Fans. Mit sehr viel Pfirsich. Warum hat sie wohl den Pfirsich? Weiß ich auch gar nicht. Ich glaube, weil die gerne Pfirsich isst. Ich glaube auch, ja. Ich würde sagen, fangen wir direkt mit Pfirsich an. Wir haben ja als letztes Mal das von Shirin Dave. Fand ich alles viel zu süß, muss ich sagen. Ja, ich fand echt ganz geil. Den Pfirsich habe ich mir noch nachbestellt. Was ist das jetzt für Pfirsich? Du hast den nachbestellt von Shirin Dave. Hast du auch ein bisschen Gib mir gehört? Oder gönn dir gehört? Ja, lieben wir. Lieben wir gehört. Okay. Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr, sehr gut. Ein bisschen wieder zu süß, finde ich. Aber sonst schmeckt es sehr, sehr gut. Ist gar nicht süß. Ich will einfach nur Zuckerwasser. Also halt ohne Geschmack. Hä? Nein, das ist schon ein bisschen Pfirsich-Geschmack. Schmeckt so ein bisschen Vitaminwasser-mäßig auch wieder. Der Geschmack, der da schmeckt so wie dein ekliges Vitaminwasser, Digga, daran erinnere ich das. Nee. Man trinkt jeden Tag dieses Vitaminwasser, was nach purem Zucker schmeckt. Super geil. Wenn der Geschmack, der da drin ist, stärker wäre, würde ich es richtig feiern. Echt? Ich mag das gar nicht. Ich finde das okay. Ist jetzt nichts krasses, würde ich mir auf gar keinen Fall noch neu bestellen. Kaktus ist jetzt interessant. Oh, giftig grün, Digga, wie so ein Waldmeister. Aber auch wieder nicht so intensives Grün, ne? Alter, wie das schäumt. Krank. Ja, das ist echt crazy, wie das hier. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Schmeckt genau gleich wie das andere, Digga. Schmeckt genau gleich, ja. Einfach nur nicht warum ist da kein Zucker? Warum ist da kein Zucker drin? Warum ist da kein Geschmack drin? Das ist nur Zucker irgendwie. Boah, schmeckt wie so ein billiger Eistee vom Kiel. Aber ich muss echt sagen, ich will auch ein bisschen. Ja, der ist geil. Ich meine, das Aroma finde ich geil, nur stärker. Das feiere ich gar nicht. So, jetzt kommt Granatapfel. Ja, sehr ähnlich. Granatapfel-Erdbeere muss krass sein, Digga. Boah, nee. Das ist enttäuscht. Das ist ja gar nicht meins. Sehr, 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 also sehr, sehr zuckerig, aber ohne dieser Geschmack ist halt nicht geil. Und das ist mein Favorite von den dreien, aber auch nicht. Aber trotzdem wirklich alles Beste mit der Marke natürlich. Und es wird auf jeden Fall eine Zielgruppe dafür geben, nur ich bin leider nicht. Das kam ja auch wieder gut an. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Test. Augen zu. Okay, ich mach den. So. Lalalalala, okay. So, jetzt nicht hingucken und einfach nur trinken. Jetzt bin ich gespannt, ob du den Geschmack erraten kannst. Kein Plan, Digga. Kein Plan. Das Grüne. Aber ey, guck mal, warte, wir sind ja auch dumm, nicht das heißt geil. Doch Sugar Mami, das soll natürlich nur so zuckermäßig sein. Wir sind ja auch komplett dumm. Digga, natürlich. Wir sind ja komplett dumm. Keine Ahnung, all in all würde ich dem Ganzen eine 5 von 5 geben. Was? Eine 5 von 5 von 10. Eine 5 von 10 geben. Ja, also machen wir 10. Es ist absolut nicht meins, aber ich denke, dass es viele Leute feiern werden, die es halt so extrem zuckern. Ja, auch 5 von 5 schließe ich mich an. Das nächste Produkt, was ist denn mein magischen Cast-Rucksack? Dann magst du auch, dann musst du Light Mac Musik rauskommen. Oh Gott, du tust mir leid. Wir haben Chunky Flavor. Das Ganze wurde von dem lieben Rezo beworben. Es ist aber nicht sein oder von Rezo? Ja, da hast du mir erzählt. Hier ist auf jeden Fall kein Gesicht. Das soll angeblich alle, also jeden Joghurt halt besser schmecken. Genau, also es soll einen neutralen Joghurt geil schmecken lassen. Da bin ich mal sehr gespannt. So, Freunde, wir haben unseren Joghurt in der Schale. Apus auf trocken am Start. Der Joghurt ist dort. Oh, nee, okay, das müsste reichen. Boah, oh mein Gott, das ist deins. Boah, das riecht wie bei Phantasialand. Gibt es eine Achter. Eine Attraktion, die heißt Mutusukola oder so. Da machen die so einen Duft rein, damit das halt so echt ist. Und das riecht genauso durch diesen Kindheit. Das ist mein Kindheitsgeruch. Das ist jetzt schon mal ein 10 von 10, vor allem wegen dem Geruch. Ich hab das schon aus Versehen probiert, ne? Aus Versehen? Ich hab schon bei deinem Finger abgeleckt. Oh okay. Mein Gott. Ist es geil? Ja. Echt? Aha. Boah! Boah, das ist krass. Meinst du auch echt geil? Boah! What the fuck? Das schmeckt richtig geil, intensiv nach danach. Boah, noch mit. Dings, ein Kuchengeschmack. Hä? Das ist richtig krank. Das ist echt heftig. Meins ist nicht so krass wie deins. What the fuck, das ist ultra krass. Das aber ultra die schlaue Idee, muss man echt dazu sagen. Guck mal, wie sich das verändert hat, das ist blau geworden. Das war weiß mal. Das ist schon echt krass. Das ist krass, eine 9 von 10. Genau, für mich ist es eine 8 von 10. Die Idee ist halt neu, das feier ich. Ja. Wir haben wieder meinen schönen Cast-Rucksack. Das ist mal wieder die Getränkefolge. Wir haben ja wieder ein Getränk in meinem schönen Cast-Rucksack. Und zwar Loco Juice von Luciano, dem Rapper. Der sollte jedem bekannt sein. Das ist momentan der erfolgreichste Rapper in Deutschland. Also mehr muss ich, glaube ich, nicht erklären. Das Design ist 10 von 10. Das Design ist Marketing auch. Hier, nein, das Logo ist so geil. Ich finde das richtig cool. Juice und Loco Juice, das klingt harmoniert. Hört sich geil an, ja. Ist eine gute Idee auf jeden Fall. Und auch die Geschmackssorten sind auch irgendwie passend auch zum Dings. Also ich feier das Exotik und so.
Empfehlung des Minz. Passt halt zum Produkt, zu der Person, die es verkauft. So, ich bin gespannt. Haben wir eine Wassermelone Minz? Ja. Boah, mal was Neues. Ja. Ich hab noch nie sowas geschmeckt, ein Eistee. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich wünsche, es wäre nicht so süß, weil das ist eigentlich geil mit dem Minze, aber ich finde diese Süße ist halt irgendwie, aber das wollen alle, ne? Ich finde die Geschmacksrichtung cool, ist das nicht so meins, aber ich finde es geil, weil ich nicht davor. Ich liebe Wassermelone einfach deswegen. So, weiter geht's mit der nächsten Sorte. Das schmeckt auf jeden Fall Banane. Ein Kirsch. Achso, Kirsch, Banane. Boah, nee. Mhm. Das erinnert mich an so einen komischen Milchshake. Ja, das erinnert mich. Das sind nicht an diese McDonalds-Apfeltasche. Ja, nee, es ist nicht meins, weil ich halt eigentlich so mal bananenmäßig Fan bin. Mhm. Ist gut. Jetzt bin ich aber schon mal Exotic, ob das so ein bisschen wie Tropical sein wird. Jeder Sip erinnert mich an mein Lieblings-Eis vom Boah. Das ist echt wie Tropical, Digga. Das ist Eis, ja. Tropical. Das schmeckt genau gleich. Ja. Das schmeckt ja genau gleich. What the fuck? Ähnlich, aber nicht genau gleich. Ich finde, du würdest genau das. Du hast letztens ja gesagt. Also vom, du machst ja gar nicht, ne? Vom Vibe her ist es genau gleich. Das schmeckt genau gleich. Du musst probieren. Du wirst sagen, dass es genau gleich ist. Ähnlich, ne? Ja. Zoe mag halt Tropical nicht so gerne. Ja. Weil du hast. Das hat dir aber schon oft geschmeckt. Ja, vom Vibe her ist es auf jeden Fall. Echt ähnlich, aber. Ähnlich, ja. Also jetzt bin ich manchmal Multivitamin. Na gut, das war wieder was Neues. So wahrscheinlich wie normaler Multivitaminsaft schmecken, ne? Aber ich denke mal nicht, aber. Boah, nee, das ist nicht geil. Nee. Zoe, bitte probier das! Das schmeckt wie Otto Molly Moon! Ich bin echt wie so mehr. Das ist 1 zu 1 wie Otto Molly Moon! Wie so ein Kindheitsmedikament auch, so was die Kinder bekommen. Das ist 1 zu 1 wie Otto Molly Moon, aber das heißt ja, dass da wahrscheinlich was Gutes drin ist. Design, sehr gut. Ich mag es auch, dass es Sorten sind, die man nicht so standardmäßig. Genau, das ist nicht so standard. Ich bringe jetzt als Rapper ein Eistee raus. Name ist sehr, sehr geil. Deswegen würde ich einfach wegen dem Branding sagen 7,5 von 10. Ich sag 8 von 10, weil ich es allgemein ein geiles Produkt finde. Ich würde auf jeden Fall Wassermelone noch mal kaufen, aber ich liebe einfach Wassermelone. Das ist das Ding. Next one ist in meinem Cast-Rucksack. Was denkst du? Emio von Emir. Wir waren sogar eingeladen auf dem Event. Genau, also die Sachen habe ich mir. Das sind die einzigen, die ich mir nicht gekauft habe, die habe ich geschenkt bekommen vom lieben Emir, weil wir auf dem Event eingeladen waren vom Release Event. War ein cooles Event auf jeden Fall. Da habe ich sogar noch so eine. Ah, hier ist sie sogar. So was wir bekommen. Kurz geht raus. Das ist professionelles Design, ne? Auch ultra geil. Ja, sehr geil gemacht. Was ich extrem feier jetzt schon ist, dass es nicht so, weißt du, eine Sorte. Es sind immer so mehrere Sachen gemixt, so Fruchtmixe. Das feier ich. Das heißt, es ist halt wirklich seine Kreation und es ist nicht einfach nachgemacht. Da würde ich sagen, fangen wir an mit. Ja, komm, fangen wir an mit deiner Lieblingssorte. Ja. Ich weiß nicht, ob es meine Lieblingssorte ist. Werden wir ja nicht herausfinden. Ich hab's ja noch nie getrunken. Das sieht auch wieder aus wie Otto Molly Moon. Das ist einfach gelb. Mhm. Geil. Das war ich richtig. Das ist geil. Schmeckt ein bisschen wie Fanta, finde ich. Einfach. Ja, aber anderer Fanta-Geschmack auf jeden Fall. Fanta in frischer und nicht mit. Genau, so frische. Also frischer so, Fanta, nicht so künstlich. Künstlich. Ja, so künstlich. Richtig gut. Nicht so künstlich. Ist so ungesund, schmeckt das. Ja. Okay, jetzt geht's weiter mit Mermaid Fantasy. Ah, ne, hier ist das. Mermaid Fantasy. Let's go. Mm. Den fühle ich extrem, Digga. Den finde ich richtig geil. Der auch wieder nicht so künstlich. Wassermelone. Feier ich komplett. Okay. Ich liebe Wassermelone eigentlich, Digga. Wassermelone ist auch so geil. Und dann noch mit Drachenfrucht. Also alles, was ich liebe in einem Getränk. Das ist schon wirklich sehr strong. So, Blueberry Bay. Blueberry Bay. Spannend, wie es schmeckt. Mhm. Auch geil. Auch gut. Auch gut. Aber dass das besser finden würde, wenn da keine Kohlensäure sind, würde ich es kommentieren. Echt? Ja, ich liebe das, wenn da Kohlensäure sind. Weil ich trinke immer so ein blaues Getränk, wo keine Kohlensäure sind. Ich finde das genau so geil, geil. Ich muss sagen, das würde ich ein bisschen saurer machen. Aber sonst ist es, ich finde es wirklich gut, auf jeden Fall. Design auch wirklich gut. Also für den ganzen auch eine 8 von 10. Oh, ich gebe sogar eine 8,5 von 10. Okay, 8 von 10? Ja. Gut. Also ich merke, jetzt kommt was richtig extra. Was ist hier drin? Boah, das riecht ja schon. Ich hab so viel Kohlensäure getrunken. Getränkefolge. Das ist die neue Hellgum-Sorte. Wow. Berry Boom heißt das Ganze. Ich habe natürlich schon ein paar Mal probieren können bei den ganzen Tests, die ganzen Samples, die du bei hier hattest. Ey, wir hatten so, guck mal, da sind sogar welche. Hol die mal her. Die A und die B-Probe, Digga. Das ist das Beste. Das hier ist unser erstes Sample gewesen von den. Das sieht doch komplett anders aus, ne? Ganz anders. Man sieht da hinten auf jeden Fall die ganzen weißen Dosen da unten auch. Guck mal, das Paket da unten links. Das sind alles irgendwelche verschiedenen Sachen, die wir da getestet haben für. Also ich sag mal so, meine Empfehlung auf jeden Fall beim Hellgum zu essen, immer zwei direkt im Mund nehmen. Ganz wichtig. So wie bei den zwei. Ich esse mal einen und dann gehe ich nochmal einen zweiten Kick nach. Ich will immer direkt zwei. Ich fahre jetzt immer so drauf zu beißen nochmal. Ich liebe diesen Crunch. Okay, let's go. Oh yeah. Oh, warte. Das Beste, was ich in meinem Leben geschmeckt habe. Ich habe bei den Dreh schon probiert ein paar Mal. Das ist so geil, Digga. Nach Wassermelone noch in meinem Leben. 10 von 10, Freunde. Also ganz objektiv. Ja, objektive, ne? Meinung. Also Wassermelone ist immer mein Top 1. Echt? Ich finde das ist besser als Wassermelone. Das nächste ist das, worauf Moritz, glaube ich, am meisten gewartet hat. Junge, ja! Auf diese Dings. Nämlich haben wir das? Prime von Logan Paul. Also ich habe. Nee, da müsst ihr ihn kennen. Das ist. Kennen Sie Zuschauer Logan Paul? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Logan Paul kennt. Das Krasse, was ich jetzt schon finde, ne? Was eine.
Mogelpackung hier schon, ne? Da wird extra noch so ein kleines Löschlein rein. Das ist so schlimm. Damit, ja, es sieht halt, damit es größer aussieht halt, ne? Boah, mit was fangen wir an? Also entweder kann es extrem geil sein, extrem reinscheißen, glaube ich. Es soll, also pass auf, es ist kein Juice, es ist Vitaminwasser. Vitaminwasser, ja. Wie Vitaweg quasi und dieses andere, was ich immer trinke. Okay. Also ist kein, also man darf kein Eis hier haben. Aber es ist dafür sehr, sehr krass Farbe drin, ne? Finde ich. Ja, haben mehr Vitaminwasser rein, ne? Boah, das erinnert mich an was. Das ist doch kein Vitaminwasser, Digga. Das ist ja ultra süß. Wenn man Wein selber macht, dann gibt es so eine Vorstufe vom Wein. Und das schmeckt genauso wie das. So ein Weintraubensaft. Das ist so ein Weintraubensaft, schmeckt das. Mann, ich wollte es nicht. Ich bin enttäuscht von Grape. Es ist so süß. Ich wollte es nicht süß haben, Digga. Ich dachte, das wäre so ein Vitaminwasser. Das soll doch so ein ultra gesundes Ding sein, dachte ich. Nee, Digga, feier ich gar nicht, leider. Schmeckt der Weintraubensaft halt so. Wie man es kennt halt. Gar kein Vitaminwasser. Voll gut. Nee, könnte ich nicht. Aber mal wieder was Neues, was in Deutschland noch gar nicht gibt, so einen Geschmack. Lemon Lime, komm, das muss das rein carry. Bitte nicht so süß, bitte, komm schon. Das ist Limettensaft. Guck mal, das ist auch ganz weiß. Da bin ich jetzt mal echt hyped. Boah, ist eklig. Warum? Boah, ist eklig. Warum? Ich hab das so krass eingeschätzt, Digga. Das schmeckt und riecht wie Putzmittel. Nein, das ist einfach nur viel zu süß, Digga. Boah, nee, ich kann es trinken. Nein, ich kann es nicht wirklich. Das ist richtig eklig, Digga. Vom Design ultra krass, ich dachte, es wäre ultra krank. Ich dachte, es wäre was krass. Aber kein Hydration. Das schmeckt wirklich nach Putzmittel, wirklich. Nein, das auch. Doch! Wollen wir einen Test machen? Putzmittel oder Dings? Okay, wir machen das. Wahrscheinlich, oder? Wir machen das Test. Warst du schon da? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall das Putzmittel. Oder? Warte, gib mir. Man kann sich das rein, ne? Schlimm, ne? Und nochmal auf. Dass du hast zu dem Putzmittel gesagt? Nein! Mach Augen zu. Boah, das ist schlimm, ne? Mach Augen zu, okay. Junge. Okay. Nummer eins. Ja, das erste war Putzmittel, weil ich eben gerochen habe. Ach so. Weil ich eben gerochen habe. Hätte ich reden dürfen. Ja. Aber ist auch nicht schlimm, guck mal, Putzmittel. Boah, jetzt Vega Tropical Punch, wenn das jetzt nicht reinscheppert, dann bin ich richtig sauer. Bruder, bitte riech. Hey, sind die abgelaufen? Nee, du hast irgendwelche Fake-Fries. Ey, das ist ein Fake-Fries. Bruder, was ist das? Guck mal, die hat nicht mal die drei geringelt, Digga. Das ist ein Fake-Ding, oder? Okay. Das ist echt ein Fake, Bro. Das ist echt ein Fake. Guck mal, das hat ganz andere Verpackung. Guck mal, wie sich das anfühlt. Nein. Du hast, glaube ich, echt ein Fake bestellt, Digga. Das sieht ganz anders aus, Digga. Schau mal. Das ist ganz anders, Digga. Das ist echt ein Fake, Mann. Das ist wirklich Fake. Also entweder ist das Fake oder ist das Fake. Das kann doch nicht sein, dass es so schlecht ist. Es ist Fake. Es ist Fake! Es ist Fake! Das riecht auch so. Wir haben das nicht. Das will ich gar nicht. Hast du nur was ich getrunken, Digga? Krass. Ich bin nur dran gerochen. Ich trinke das trotzdem, Digga. Das riecht nach Knete. Das riecht nach Knete, Digga. Guck mal, das ist auch viel zu hoch gefüllt. Das ist echt. Boah, ist das schlimm. Das ist Fake, Digga. Bah. Boah, das ist auch. Nee, wir können jetzt wirklich nicht mehr ehrlich beantworten, weil das. Aber ist das dann. Ist das auch Fake dann? Ich glaube, die sind aber echt, oder? Okay, Leute, ich würde sagen, machen wir das letzte. Das Ding ist, es kann auch. Ich will gar nicht probieren. Ich glaube, die echten. Ich muss auch probieren. Digga. Boah, nee. Das nächste riecht das, Bruder. Boah. Ist das? Das ist alles nach Spülmittel, Digga. Boah! Es ist schlimm. Das schmeckt nach reinem Zucker, Digga. Hä? Da schmeckt alles nach Süßstoff einfach mit Wasser aufgelöst. Das ist das Schlechteste, was ich jemals getrunken habe als Influencer-Produkt. Das ist das Schlechteste. Das ist echt das Schlechteste. Also entweder habe ich den größten Scam gekauft oder das ist das schlechteste Produkt, wenn das Original ist, was es gibt. Freunde, ja, wie gesagt, das war, also ich weiß nicht, was mit Primates ist. Also wenn es das Original ist, ist das extrem scheiße. Ich hoffe, es ist ein Fake gewesen. Ey, vielleicht war es auch einfach so, dass ich einfach zu hyped war. Weißt du, dass ich einfach so hyped war? Nein, ich fand es auch extrem scheiße. Ich war null hyped. Also wenn es das Originale war, war es schlecht. Wenn es ein Fake war, dann tut es mir leid, dass wir gesagt haben gerade. Ey, guck mal, das gibt bestimmt. Kein Deutsch, aber. Sorry, but there are people that likes this. Sprachen lernen. Okay, Freunde, wir haben jetzt nochmal recherchiert und du hast sogar. Ja, also ich habe recherchiert und bei eBay geguckt, nochmal auf den Bildern, wo ich sie gekauft habe, ist sogar das Original drauf und das ist auf jeden Fall fake. Ja. Also alles ist fake. Wir können auf jeden Fall nicht sagen, ob es jetzt das Originale war oder nicht. Wenn wir aber mal in Großbritannien sind, also da, wo es verkauft wird oder in Amerika sind, dann werden wir auf jeden Fall für euch das Original probieren und dann euch in meinem Video aufklären, ob es ja wirklich das echte war oder das fake war. Wir werden es auf jeden Fall aufbewahren. Ich denke, das wird fake sein. Ja, also wir sind sonst, wenn es original ist, dann sind wir extrem enttäuscht. Wenn es fake ist, dann tut es uns leid. Bis zum nächsten Mal. Oh, ciao!